Wen haben wir denn da noch? Ein Colin GG. Moin, moin, Dickerchen. Es hat gestern so Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Wir haben so, wie sagt man, wir haben so MW einfach rasiert, wir haben sie übernommen. Oder sagen wir es mal so, ihr habt sie übernommen. Ich war so ein bisschen weiter hinten, hab ein bisschen mehr nicht so gute Momente gehabt, aber ihr habt es echt immer die Runde gerettet, was wirklich ziemlich krass war. Jessa, du musst einfach viel Kaffee trinken und Energy, dann schaffst du 7 Stunden. Voll, ich habe mir jetzt schon Eiskaffee geholt. Ja, ich erzähle euch mal, Leute. Ihr wisst doch, am Anfang habe ich mir doch immer ein Red Bull so reingeschüttet. Aber ich habe das, wenn ich Red Bull viel trinke, dann kann ich nicht schlafen. Also auch wenn ich Red Bull getrunken habe und dann noch 4-5 Stunden wach bin, habe ich Schlafprobleme, also dass ich mich rumdrehe. Jetzt habe ich einmal in meinem Leben, ich bin 26 und habe erst einmal in meinem Leben ein Monster getrunken und da habe ich nur die Hälfte getrunken, das habe ich mit dem Zimti geteilt und mein Herz hat sofort zu schlagen angefangen. Also Energy muss ich ein bisschen aufpassen, da werde ich immer so schwitzig und nicht, dass ich irgendwann Herzkasperl kriege. Deswegen immer Kaffee auf jeden Fall, also das ist Eiskaffee. Oder ich will auch mal Level abprobieren. Und wen haben wir denn da noch, Bruderchen? Snaker HD 1337. Dickerchen, ein dickes Peace erstmal an dich. Mich freut es, dass du zu meinem Stream gefunden hast. Wie gesagt, Diggi, jetzt kann ich es auch nochmal mit Worten sagen. Entschuldigung, dass ich dich aus dieser einen Liste rausgemacht habe. Aber ich wollte da halt mein festes Team drin stehen, dass jeder weiß, wer auf meinem Kanal sozusagen Videos macht und wer auf meinem Kanal dafür sorgt, dass viel Action sozusagen alles ist. Was noch sehr, sehr gut hilft, Leute, ihr denkt euch jetzt bestimmt, Jessa Z hat einen Schaden oder irgendwas, Leute. Probiert's mal grünen Tee. Ja, ihr habt's richtig gehört, grünen Tee. Grüner Tee macht wach, schwarzer Tee macht auch wach, Kamillentee zum Beispiel macht mehr... Das haut dich mehr um, weil es dich mehr ein bisschen beruhigt. Und dann gibt es natürlich noch für die Blase und alles ein bisschen Pfefferminz und alles. Spült ein bisschen mehr durch. Viele Leute werden es auch schon aus Erfahrung mitgekriegt haben, dass es so ist. Wie gesagt, bei Tee ist es wirklich sehr, sehr gut. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind die Jessa Z Army. Und die bringen wir in die Welt raus. Wir sind einfach so mittlerweile. Und einfach Liebe, 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 Leute. So sieht es nämlich aus jetzt. Aber teuer, das waren jetzt 4 Jessa. Danke wieder mal für den Support. Road to 400, so sieht's nämlich aus. Es folgt ein 400 Abonnenten-Special. Ihr Schnitten. Hab gerade eben schwarzen Tee getrunken. Ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr wach bleiben wollt und kein Energy wollt oder kein Kaffee wollt, das ist natürlich auch verständlich. Gibt es auch viele, die nicht so viel Koffein trinken wollen. Grüner Tee ist sehr gut und schwarzer Tee, weiß ich. Also das macht auf jeden Fall ein bisschen... Bup, bup, bup. Ich bin wach sozusagen. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Heute muss ich mal wieder ein bisschen übertreiben. Aber gar kein Problem, würde ich meinen. Und dann gucken wir, was der Abend und was der Tag oder der Nachmittag uns so gibt, sozusagen, Leute. Gestern waren wir ja auch schon gehypt. Wir haben alle gedacht, um 19 Uhr, Warzone! Nee, Leute, es kam keine Warzone, auch wenn ich es gerade so rausgeschrien habe. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es am 10. kommt. Nur, ich sag euch ganz ehrlich, tut's euch nicht im Kopf reinschreiben, der 10. kommt die Warzone. Weil es ist nichts bestätigt, Leute, und wir hatten schon viele Leaks, wo wir uns gefreut haben. Am besten... Wir lassen uns überraschen, wie gesagt. Ja, Leute, ich kann euch auch mal was sagen. Ihr wisst doch, wenn wir die 400 Abonnenten erreichen, okay? Dann haben wir ja was geplant für euch. Oder eher gesagt, mein Cutter hat was geplant für euch. Ja, Leute, ich meine euch, für euch hat er was geplant. Wir werden ein 400-Abo-Special rauskriegen. Und ihr wisst doch, ich laber so oft über Zimti Zimtini und jeder fragt sich bestimmt, wer ist es, die geheimste Person von YouTube. Er ist unter Fort Knox so ungefähr. Nee, aber in diesem 400-Abonnenten-Special werdet ihr ihn auch kurz sehen. Weil er ist ja ein Teil von meinem Team und sozusagen seelischer Beistand auch für mich. Also hört sich auch die Probleme und alles an. Und da werdet ihr ihn vielleicht auch mal eine Minute hören oder eineinhalb Minuten mal kurz kennenlernen. Dass ihr natürlich auch mal wisst, über wen ich hier die ganze Zeit rede, würde ich mal meinen. Wow! Oh, war das gerade laut, Leute. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Entschuldigung. Hey, Nox, du Dickerchen! Danke für 5 Euro. Liebe geht raus für den Besten, schreibt ihr. Liebe, Liebe, Liebe. Und ja, Leute, ich will euch dann mal ein bisschen was vorlesen. Ich habe mal was hier rausgesucht. Ich kann auch gleich mal das Bild ein bisschen wechseln. Also ich habe jetzt gehört, dass am 10. die Battle Royale rauskommen soll. Ich kann es euch einfach mal vorlesen. Oder wollt ihr mitlesen, Leute? Dann mache ich es auf großes Bild natürlich.
Was gibt es zu Free-to-Play zu wissen? Die Daten deuten hier wohl in die Richtung, dass die Free-to-Play-Variante der Warzone etwas eingeschränkt kommen könnte. Es sieht so aus, als könnten die Spieler der kostenlosen Ausführung nicht den maximalen Rang erreichen oder besondere Operationen benutzen. The Gavin Revolution meint, dass er zwei Klassen findet, der Battle Royale als Free-to-Play kommt, doch solche Einschränkungen einzubauen, um den Spielern den Kauf des ganzen Spiels schmackhaft zu machen, findet er unangebracht. Deswegen dürfen wir gespannt sein, Leute. Wir dürfen echt gespannt sein, ob es komplett Free-to-Play ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so ist, weil seit wir was über die Warzone hören, haben wir eigentlich immer im Hinterkopf gehört, Free-to-Play, Free-to-Play. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, wir dürfen, wie gesagt, gespannt sein. Es steht noch nicht richtig drin, wann es veröffentlicht wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, von nächsten Dienstag. Natürlich, Leute, gebe ich euch nicht die Hand da drauf, weil ich es nicht versprechen kann. Es kann auch eine Woche später sein, wie gesagt. Aber langsam muss es reinkommen, weil es wäre auch logisch, dass es zu Season 3 kommt. Was wir natürlich nicht hoffen, weil sonst müssen wir ja noch länger warten, Leute. Deswegen, du hast ja ein Tattoo am rechten Arm. Steht das für irgendwas? Ja, Leute, ich kann es euch mal zeigen. Es ist halt verkehrt rum. Also ihr seht, das ist ein Hase. Ihr seht es bei den Hasen vielleicht, weil alles hier ist ein Hut. Das ist der Hut von Alice in Wunderland, der Hutmacher. Und das ist der Hase von Alice in Wunderland. Und hier unten ist seine Uhr. Dann haben wir hier, okay, dafür muss ich, glaube ich, aufstehen. Dann haben wir hier den Pilz von Alice in Wunderland. Und hier haben wir die Grinsekatze. Nee, ich stehe einfach auf Alice in Wunderland. Einfach auf diese Fantasiewelten. Keine Ahnung, ich wollte mir das mal bis hier hoch machen. Dass hier oben, ihr kennt doch die Raupe, die zum Schmetterling wird und die Shisha raucht sozusagen. Ich wollte die hier hoch, dass die sich hier oben entwickelt sozusagen und dann langsam hier rüber zum Schmetterling wird und hier oben dann Shisha raucht auf meinen Arm. Aber wie gesagt, das erste, ich habe auch noch eins am Rücken, ist noch so groß, habe ich auch noch ein Tattoo, ist ein Om-Zeichen. Vielleicht kennt sie jemand, sonst gibt es einfach mal in Google O und M ein Zeichen, dann seht ihr, wie es aussieht. Habe ich hinten am Rücken, hat auch die Bedeutung für mich. Nee, wie gesagt, ich habe so, das sind jetzt 3 Tattoos und mit das an Rücken 4. Aber der Hase halt, der war viel Arbeit. Ihr seht das ganze Rosa drin, das sind halt so, drüber sind noch ein paar Schmetterlinge, alles Mögliche. Nee, Leute, ich habe mir die Tattoos mal alle stechen lassen. Mein erstes Tattoo mit 18 Jahren, das war das auf dem Rücken, das Om-Zeichen, weil ich einfach, Om-Zeichen, ihr wisst, Leute, Gelassenheit, einfach Frieden, Liebe verteilen, Freundschaft, niemand was Böses wollen oder es auf jeden Fall nicht versuchen, niemand was tun, was man selber nicht will. Dafür steht das ja alles sozusagen.